Machen wir weiter. Ich habe das Gefühl, das ist kein Karton, sondern ein bodenloser Beutel, aus dem ich immer mehr Schätze rausziehe. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen Post und es ist verdammt schwer. Aber ich war ja die letzten paar Tage auf der MagicCon in Bonn. Und als ich zurückkam, stand dieses Schätzchen und noch ein kleines anderes Schätzchen, das jetzt nicht mehr mit aufs Bild gepasst hat, vor meiner Tür. Und ich dachte mir, was passt jetzt besser als nächstes Video, als euch vorzustellen, was ich mir alles Schönes gekauft habe. Es gab nämlich Ende März jetzt nochmal Mitte März zur Büchermesse einen Gutschein. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt 18% waren. Auf jeden Fall gab es bei Rebuy einen Gutschein und ich habe mir ein paar Schätzchen für mein Bücherregal gekauft. Wie kann es auch anders sein? Diesmal sind es auch wirklich nur Bücher, keine Blu-rays oder sonstiges. Also in diesem Schätzchen sind gefühlt 3000 Bücher drin und die stelle ich euch jetzt vor. Ich habe das Paket jetzt mal hier neben mich gestellt, da kann ich es vermutlich am besten auspacken und ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorfeld bei euch, wenn ich mich ein bisschen erkältet anhöre. Das liegt einfach daran, dass ich jedes Jahr nach der Con eine Grippe habe und da kann ich echt die Uhr danach stellen. 2 Tage nach der Con bin ich krank, weil die irgendwie im maritimen Hotel immer meinen, sie müssten die Klimaanlage auf minus 16 Grad stellen im Hauptsaal. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Es könnte nämlich ein bisschen länger werden. Ich schmeiße jetzt erstmal das Papier hier zur Seite und fange direkt mit dem ersten absolut göttlichen, ich liebe es, Buch an. Und das wäre hier, oh, ich muss gucken, dass die Softbox nicht reflektiert, Clockwork Angel von Cassandra Clare. Wie ihr in meinem Januar und Februar Lesemonat gesehen habe, bin ich gerade dabei, die City of Bones Reihe, also diese Chroniken der Unterwelt Reihe, zu rereaden. Bin da jetzt auch am 5. Buch. Ich muss schauen, ob ich es diesen Monat noch beenden kann. Ich habe noch ungefähr 60 Seiten oder so. Also könnte knapp werden. Ich habe ja nur noch heute und morgen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, habe ich es eventuell auch schon geschafft. Auf jeden Fall ist das hier Band 1 zu der 2. Reihe von Cassandra Clare. Das ist die Chroniken der Schattenjäger. Und zwar geht es da um die 16-jährige Tessa. Tessa soll eigentlich ihren verschwundenen Bruder suchen. Und hinten drauf steht, und nicht sich in 2 Jungs gleichzeitig verlieben. Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe diese Reihe noch nicht gelesen. Aber ich dachte mir, wenn ich so ein Fan von der Chroniken der Unterwelt-Reihe bin und auch den Schreibstil von Cassandra Clare mag, dann werde ich vermutlich auch diese Reihe hier lieben. Hier steht nur der spektakuläre Auftakt zu den Chroniken der Schattenjäger. Ich bin mal gespannt, ob es mir genauso gut gefallen wird. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, dass viele diese Reihe viel besser finden als die erste. Das würde mich natürlich freuen. Denn ich liebe die erste Reihe schon und vielleicht gefällt mir die ja auch besser. Aber wenn ich jetzt mal weiter schaue, ich habe mir nämlich, wenn ich es rauskriege, bei den großen Kartons ist es immer so schwierig, nämlich auch noch Clockwork Princess gekauft. Das ist aber der 3. Band. Den 2. hatten sie, als ich geschaut habe, nicht als Hardcover. Ich bin ja so ein Hardcover-Junkie und auch so ein bisschen zwanghaft, wie ihr wisst. Und deshalb konnte ich nicht Band 1 und Band 3 als Hardcover kaufen und Band 2 dann als Taschenbuch. Das geht nicht. Auch wenn mir die Optik der Taschenbuchreihe viel besser gefallen hat, weil die so im Stil der Chroniken der Unterweltreihe gemacht ist. Ich weiß auch nicht, warum sie die Hardcover dann nicht auch einfach so gemacht haben. Da hätte es einfach viel, viel besser ins Regal gepasst. Aber egal, machen wir weiter mit dem nächsten Schätzchen. Als nächstes hätten wir hier Einfach Liebe von Tamara Weber. Ich denke mal, so wird es ausgesprochen. Und was mich auf Anhieb begeistert hat, sind keine Leserillen drin. Sind hier, wenn ihr das seht, so ein paar Macken drin, aber das ist nicht so schlimm. Wenn es nämlich im Bücherregal steht, sieht man das gar nicht. Auf jeden Fall geht es hier um Jacqueline. Und die versucht sich eigentlich gerade auf die Prüfungen vorzubereiten, aber geht dann abends auf eine Party.
Als sie die Party verlässt, wird sie von irgendjemandem angegriffen. Und dann taucht plötzlich Lukas auf, der ihr das Leben rettet. Und der ist eigentlich so ein Einzelgänger, aber auf einmal taucht er überall dort auf, wo sie auch auftaucht oder wo sie gerade lang spaziert. Jacqueline hat das Gefühl, dass er irgendwas zu verbergen hat. Was das allerdings ist, verrät uns der Klappentext nicht. Dazu muss das Buch gelesen werden. Das ist so ein Roman, da kann ich mir gut vorstellen, dass er nicht so schwer verdaulich ist, dass es einfach so ein schöner Liebesroman mit ein paar Geheimnissen ist und dass das eigentlich ganz gut in den Frühling auch passt. Falls ihr mein Frühlingsvideo gesehen habt, beziehungsweise Bücher für den Frühling-Video, dann könnte euch aufgefallen sein, dass hier wieder Pink im Buchtitel ist, weil irgendwie alle Bücher irgendwie so rosa, weiß, pink beinhaltet haben. Aber das sagt ja nichts über den Inhalt des Buches aus und wir machen einfach direkt weiter mit dem nächsten. Hier habe ich jetzt wieder zwei Bücher einer Reihe von euch. Ich glaube, es war Band 1 und Band 2. Berichtigt mich, falls ich was Falsches sage. Das wäre einmal Obsidian und einmal Onyx von Jennifer L. Armstrong. Ich glaube, das hier ist der erste Band. Schlag mich, falls es nicht so ist. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um Katie. Sie ist Buchbloggerin und muss mit ihrer Familie umziehen, was ihr eigentlich schon so gar nicht passt. Und eigentlich möchte sie sich erstmal daheim verkriechen, vermutlich mit einem guten Buch. Und ihre Familie nötigt sie, da sie doch mal in der Nachbarschaft klingeln geht, um sich vorzustellen und neue Freunde kennenzulernen. Und dann klingelt sie bei der Familie Black und lernt dort Damon kennen. Und er ist auch derjenige, der ihr Schicksal komplett verändern soll. Das wäre dann, schlagt mich bitte nicht, Band 2. Und dort geht natürlich die Geschichte von Damon und Katie weiter. Ich habe die Bücher, wie gesagt, noch nicht gelesen. Es klang auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich mag ja auch Bücher, in denen es um Menschen geht, die gerne Bücher lesen. Es ist verrückt, aber ja. Und auf jeden Fall gibt es da noch ein Band 3 und dann gibt es noch eine zweite Serie davon. Ich glaube, die hat auch 3 Bände. Damit ist man auf jeden Fall eine gute Weile beschäftigt. Dann durfte mal wieder ein Buch einer meiner liebsten Autorinnen bei mir einziehen. Und zwar ist das von Kerstin Gier, Jungs sind wie Kaugummi. Süß und leicht um den Finger zu wickeln. Das ist so ein richtig süßes Buch. Das habe ich irgendwann schon mal gelesen, das hatte ich mir in der Bibliothek ausgeliehen. Aber da habe ich dann bei Rebay gesehen, dass sie es haben. Ich hatte schon gar nicht mehr dran gedacht und dachte mir, ja, das hat mir damals gut gefallen, nimmst es einfach mal mit. Und ich glaube, es hat noch, weiß nicht, 90 Cent gekostet oder so. Ich blende euch natürlich die ganze Zeit immer alles nochmal ein, was ich dafür bezahlt habe. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um die 13-jährige Sissy. Und sie ist unsterblich in Konstantin verliebt. Aber der steht irgendwie auf Mädchen, die mehr Erfahrung haben. Wobei ich sage, die sind 13. Was hat man mit 13 für Erfahrungen? Hinten drauf steht natürlich Küssen und das berühmte erste Mal. Auf jeden Fall bittet sie ihren Sandkastenfreund Jakob um Hilfe. Sie möchte einfach mehr Erfahrung sammeln. Sie möchte, dass Konstantin auf sie aufmerksam wird. Und ich lege euch das Buch wirklich ans Herz. Es ist eine süße Geschichte. Es ist auch wirklich nicht dick. Das, ich gucke gerade mal. Ja, knapp 200 Seiten, 197. Also das hast du, wenn du einen guten Tag hast, an einem Tag durchgelesen. Aber es ist wirklich niedlich. Also ich lege es euch definitiv ans Herz, euch da mal reinzulesen. Dann habe ich mir noch ein Buch bestellt, das ich früher schon einmal gelesen habe. Und das wäre Bitterschokolade von Miriam Pressler. Darin geht es um die 15-jährige Eva. Und Eva ist ein bisschen moppelig und ist nicht so zufrieden mit sich selbst. Und auf einmal ist die erste große Liebe da und sie weiß gar nicht, was er eigentlich an ihr findet, weil sie sich selbst so furchtbar dick fühlt und nicht schön und sie denkt, sie ist es nicht wert, geliebt zu werden. Aber im Laufe des Buches findet sie heraus, dass das gar nicht so in ihrem Umfeld an ihrer Körperfigur, an ihrer Größe oder an ihrem Gewicht liegt, sondern an anderen Dingen und sie arbeitet an sich. Hinten drauf steht was richtig Schönes, was es sehr gut beschreibt.
ein Roman, der das allmähliche zu sich selbst finden eines jungen Mädchens realistisch, aber feinfühlig schildert. Und genau das ist das Buch und es hat, glaube ich, auch nur, lass mich lügen, 150 Seiten, ist auch recht schnell durchgelesen. Aber ich fand es damals richtig, richtig schön und als ich es gesehen habe, musste ich es einfach mitnehmen. Dann hat es nochmal ein Kai Meier Buch in mein Bücherregal geschafft. Ich habe früher sehr, sehr viel von ihm gelesen, aber diese Reihe, diese Arkadien erwacht oder diese Arkadien-Reihe, habe ich bisher noch gar nicht gelesen. Ich war einmal bei uns im Drachenwinkel auf einer Lesung von ihm und ich mag auch seinen Schreibstil und habe dann gedacht, komm, du bist ja so ein Reihen-Junkie, dann nimmst du dir auch mal die Arkadien-Reihe vor. Ist aber keine allzu leichte Kost, also man kann es jetzt nicht einfach so zwischen Tür und Angel lesen, wie die zwei Bücher, die ich euch zuvor vorgestellt habe zum Beispiel. Aber Kai Meier lohnt sich definitiv mal einen Blick reinzuwerfen. Auf jeden Fall geht es hier in dem Buch um Rosa, die zu ihrer Tante nach Sizilien reist. Beziehungsweise eigentlich geht es um die Liebesgeschichte zwischen Rosa und Alessandro. Mehr habe ich dem Ganzen noch nicht entnehmen können. Ich weiß nur, dass Alessandro ein dunkles Erbe hat oder dass ihm ein dunkles Erbe vorsteht. Was das Ganze heißt, konnte ich weder dem Innentext noch dem mystischen Klappentext entnehmen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal Band 1 die Tage vielleicht anlesen. So ein bisschen Try a Chapter und wenn es mir gefällt, lese ich es weiter. Aber ich habe mir jetzt mal noch nicht die nächsten Reihen gekauft, weil ich erstmal schauen wollte, ob Band 1 mir überhaupt auch gefällt. Anders als bei der Arkadien-Reihe habe ich mich bei der nächsten für den kompletten Band entschieden. Das sind bestimmt gut 1500 Seiten und wird mich auch eine ganze Weile auf Trab halten. Und zwar spreche ich von der Puffless-Trilogie. Also es gibt irgendwie noch zwei andere Bücher, aber ich glaube, die gehören nicht zu der Reihe. In Band 1 lernen wir unsere Protagonistin Kira kennen. Kira ist glücklich vergeben mit ihrem Danny. Der muss aber dann wegen seinem Job umziehen nach Seattle. Genau, nach Seattle. Und netterweise dürfen sie dort bei Dannys Kollegen oder früherem Freund Kellen wohnen. Sorry, ich hab's ja nicht so mit Namen, bei Kellen wohnen. Dann muss Danny auch noch ständig wegen dem neuen Job auf Reisen gehen und Kira ist ganz allein in der fremden Stadt, sage ich jetzt mal, und freundet sich dann quasi mit Kellen an. Aber im Laufe der Zeit wird aus Freundschaft irgendwie mehr und die beiden werden dann plötzlich ein Paar und sie trennt sich von Danny. Denn in Band 2 geht es weiter mit der Liebesgeschichte von Kellen und Kyra. Da erfährt man dann auch, dass Kellen in einer Rockband spielt, die auch natürlich sehr viel weibliche Fans anlockt. Und dann kommen wir auch zu Band 3. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Details verraten, deshalb nur die grobe Zusammenfassung. Dann kommen wir zu Band 3. Dort wird nämlich Kellens Band immer berühmter und das ganze Ding mit Kira wird so richtig durch die Presse gezogen. Es entstehen Gerüchte und andauernd wird er von irgendeinem verrückten Fan angesprungen und die ganze Beziehung wird wirklich auf eine Zerreißprobe gestellt. Die Bücher sind teilweise in einem guten und teilweise in einem schlechten Zustand. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich fast immer versuche, sehr gut auszuwählen. Bei den Büchern gab es zwei nur noch in gut, aber ich wollte unbedingt die ganze Reihe haben. Band 1, wenn ihr das jetzt so seht, hat natürlich auch ein paar Leserinnen. Das möchte ich eigentlich ja nicht. Aber zur Not, wenn es mir nicht gefällt, wird es halt wieder verkauft. Und Band 3 hat auch Leserinnen. Band 2 nicht, Gott sei Dank. Also der wird dann, wenn die Reihe gut ist, definitiv bei mir bleiben, weil ich dann einfach mal ein ganzes Schätzchen bei mir habe. Auf jeden Fall hat sich die ganze Reihe sehr, sehr gut angehört. Ist auch ein bisschen Erotikroman angehaucht. Ich bin mal gespannt, ob es mir nicht einfach too much ist. Ich mag ja so Erotikliteratur, wenn es zu viel ist, nicht. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Dann habe ich noch mal ein etwas dünneres Buch für euch. Und zwar Böse Mädchen von Martina Dirks.
In dem Buch geht es um Sip und ihre Schwester Sam. Sie wohnen bei ihrem Vater und der hat ihnen eine große Überraschung angekündigt. Die Überraschung ist allerdings, dass seine neue Freundin Linda ein größerer Teil ihrer Familie werden wird. Und die hat auch noch zwei Kinder und Sam und Sip sind davon absolut nicht begeistert. Deshalb schmieden die beiden einen geheimen Plan, um die neue Flamme ihres Vaters zu vertreiben. Allerdings kommt ihnen dann die Liebe in den Weg, denn die eine Tochter, die Sam, erfährt plötzlich, was es heißt, was Liebe ist. Kommen wir zum nächsten Buch. Die Kiste ist immer noch voll. Das wäre nämlich Du und ich und all die Jahre von Amy Silver. In dem Buch geht es um Nicole, die wie jedes Jahr auch dieses Jahr ihr Silvester mit ihrem besten Freund Julian verbringt. Sie kennen sich schon seit Kindertagen und das ist so eine Art Ritual, sich an Silvesterabend alle Wünsche fürs neue Jahr zu erzählen, alle Träume, alles, was man erleben und tun möchte. Und in diesem Jahr lief die Ehe von Nicole und ihrem Mann Dom nicht besonders gut. Und in diesem schicksalshaften Silvesterabend taucht auf einmal ihr damaliger Freund Aiden auf. Und Aiden hat ihr damals richtig böse das Herz gebrochen. Und sie weiß nicht mehr, wie sie es machen soll, denn irgendwas ist scheinbar mit Julian, denn als letzter Satz steht da, doch wie soll sie das schaffen ohne Julian? Also es ist ein bisschen mysteriös, ob der junge Mann stirbt oder ob er einfach nur wegzieht oder ob sie sich streiten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich das Buch für mich sehr, sehr schön angehört, weil das Schicksal einfach immer zuschlagen kann, egal ob man damit rechnet oder nicht. Und meistens rechnet man ja nicht damit. Aber ich werde definitiv mal reinlesen. Das ist so ein Buch, das ziemlich weit oben auf meiner Leseliste liegt, weil mich einfach das ganze Thema direkt gepackt hat. Auch wenn es eigentlich so 0815 ist, aber irgendwas hat dieses Buch, was mich angezogen hat. Machen wir weiter. Ich habe das Gefühl, das ist kein Karton, sondern ein bodenloser Beutel, aus dem ich immer mehr Schätze rausziehe. Kommen wir zum nächsten und zwar Ich bin verliebt, ich darf das von Jessica Topper. Das Buch ist mir auch direkt so entgegengesprungen, vielleicht weil es einfach so ein fröhliches Cover hat. Ich zeige euch das mal. Mit Luftballons und glücklicher Frau. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mich direkt begeistert. Auf jeden Fall geht es um Lainey und Lainey hat absolut kein Glück in der Liebe. Ganz im Gegensatz zu ihrer Mutter, denn die heiratet jetzt schon zum dritten Mal und es wird anscheinend eine Hochzeit auf Hawaii, denn Lainey soll das Brautkleid von New York nach Hawaii schaffen und im Flugzeug lernt sie einen ganz nervigen Menschen kennen, der heißt Noah und der Flug muss auch nicht besonders schön sein, weil dieser Noah ihr dermaßen auf den Keks geht und dann hat sie noch ein weiteres Problem, denn sie muss in Chicago zwischenlanden und muss schauen, dass sie dort noch irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit findet. Und wie das ganze Leben immer so schön spielt, ergattert sie noch auf gut Glück ein Zimmer, muss es sich aber mit diesem nervigen Noah teilen. Und wie ist das, wenn man sich ein Zimmer mit jemandem teilt? Man muss sich auch gezwungenermaßen mit ihm unterhalten und sie kriegt dann so langsam mit, dass er gar nicht so nervig ist, wie sie dachte. Die beiden kommen sich ein bisschen näher und auf einmal stellt sie fest, dass er eigentlich fast perfekt zu ihr passt. Er ist wie für sie geschaffen. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass Noah eigentlich auf dem Weg zu seiner eigenen Hochzeit ist. Drama, Drama, Drama. Wie das Ganze ausgeht, kann ich euch erzählen, wenn ich das Buch gelesen habe. Dann habe ich hier zwei Bücher von der Autorin Jacqueline Moriarty und die sehen so süß zusammen aus, auch wenn das eine irgendwie größer ist als das andere, was mich natürlich wieder in meinen Zwängen stört. Und ich dachte auch eigentlich, das wäre eine Reihe, einfach wegen der Optik, aber die beiden Bücher haben gar nichts miteinander zu tun, außer dass es
zugleich Autorin ist. In diesem hier geht's, wie der Titel schon sagt, der Tag der zuckersüßen Rache, um drei Mädchen, die so eine Art Schulprojekt aufs Auge gedrückt bekommen und irgendwas passiert mit den Jungs der Brookfield High. Irgendwas stellen diese Jungs an, sodass Em, Lydia und Cassie sich genötigt fühlen, Rache auszuüben. Und in diesem hier, ein Sommer der ungeschminkten Lügen, geht es um eine andere Highschool. Ashbury High heißt sie, es ist eine Privatschule und dort tauchen zwei neue Stipendiaten auf, Riley und Emilia. Und bei Highschool-Büchern denkt man ja oft an Liebe, Verrat, Intrigen etc. Aber der Klappentext sagt, es taucht ein Geist auf. Was es damit auf sich hat, werden wir wohl dann noch erfahren. Dann habe ich mir noch ein schönes Exemplar aus dem Lux Verlag ausgesucht. Das ist ja auch der Verlag, in dem Save Me erschienen ist. Und zwar habe ich mir einen Reihenauftakt mal wieder ausgesucht. Und zwar von Cora Carmack Losing It. Darin geht es um die junge Bliss Edwards. Sie ist Jungfrau und möchte das irgendwie nicht mehr sein. Sie möchte das ändern und sagt sich, gut, dann habe ich halt jetzt einfach mal einen One-Night-Stand. Aber als sie dann ihr Opfer, der heißt Garrick, als sie ihr Opfer auserkoren hat und es kurz vor dem ersten Mal ist, kriegt sie doch kalte Füße und lässt den armen Kerl splitterfasernackt in ihrem Bett zurück. Dann kommt ein Plot-Twist, der mich so ein bisschen an Will und Liken erinnert hat, denn sie trifft ihn am nächsten Tag wieder und es ist ihr neuer Dozent auf der Uni. Hat auf jeden Fall das Potenzial, ein richtig, richtig gutes Buch zu werden, eine schöne Liebesgeschichte mit vielen Steinen, die ihnen im Weg liegen. Es gibt, glaube ich, 3 Bänder. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es sind 3. Habe mir jetzt allerdings auch wieder nur den ersten Band gekauft. Aber ich habe von Cora Carmack schon einiges gehört. Ich habe auch schon die Tage eine Leseprobe davon gelesen. Und der Schreibstil hat mir richtig gut gefallen. Ich bin definitiv gespannt. Und es ist eigentlich recht, recht weit oben auf meiner Leseliste. Ich denke, für den Monat April werde ich mir das da definitiv zu Herzen nehmen. Kommen wir zum nächsten Buch und ja, ich habe es schon wieder getan. Wenn wir gerade bei Will und Liken waren, ich habe mir mal wieder ein neues Colleen Hoover Buch gekauft. Ist ja nicht so, dass ich im März auch ein Colleen Hoover Buch gelesen habe. Und es ist auch nicht so, dass ich dieses Buch definitiv im April lesen werde, weil ich mich schon ewig drauf freue und schon ewig drum rumschleiche. Ich spreche von Maybe Someday. Es ist, wie man auf dem Titel schon sieht, von der Autorin von Will und Liken. Und es wird im ganzen Booktube und Bookstagram dermaßen gehypt, dass ich jetzt einfach auch nicht mehr drum rum kam, es zu kaufen. Aber was mich richtig, richtig ärgert, Leserinnen. Ich werde es so, da ich davon ausgehe, dass es mir sehr gut gefällt, nicht im Regal stehen haben wollen. Aber egal, ich werde es definitiv im April lesen und vielleicht verkaufe ich es dann einfach und kaufe mir es einfach als neues Exemplar. Ich weiß, das ist gestört, aber so bin ich nun mal. That's life. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um Sydney und Sydney möchte einfach nur eine neue Wohnung und zieht dann zu dem Songwriter Rich. Hier steht dann einfach nur, alles was sie nicht wollen, ist sich ineinander zu verlieben. Und dann passiert es doch. Also wenn ich das richtig gehört habe, war die Voraussetzung, dass sie bei ihm einziehen kann, dass die beiden nichts miteinander anfangen. Ist anscheinend am Anfang auch klar, aber bleibt dementsprechend nicht so. Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch auf das Buch. Ich mag echt Colleen Hoover und ihre Bücher sehr, sehr gern. Aber da bin ich ja nicht allein auf weiter Flur. Das geht ja einigen so und ich freue mich dermaßen auf dieses Buch. Ich kann es kaum erwarten, es in die Hand zu nehmen und es zu lesen. Und muss einfach nur noch mein aktuelles Buch abschließen. Und dann kann ich mit dem Schätzchen anfangen. Kommen wir zum vorletzten Buch, beziehungsweise hier sind noch 3 drin, die auch zu einer Reihe gehören. Und zwar spreche ich von Kuss und Schluss von Louise Renison.
wie auch immer. Das Buch hat, glaube ich, nur noch 88 Cent gekostet, deshalb habe ich es mitgenommen. Aber ich fand es ganz schön für zwischendurch. Allzu viel hat der Klappentext gar nicht hergegeben, aber ich kann euch auch einfach mal schnell vorlesen. Eigentlich will Georgia ihren Schwarm Robby auf US-Tour folgen, doch ihre Eltern machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Wenigstens stimmen sie der Klassenfahrt nach Paris zu. Und nicht umsonst wird Paris die Stadt der Liebe genannt. Ich denke, es ist eine süße kleine Liebesgeschichte. Ob sie sich auch wirklich in ihren Robby verliebt, oder sie ist ja in ihn verliebt, oder ob die Geschichte um sie und Robby geht, oder ob sie in Paris vielleicht einen anderen interessanten Jungen kennenlernt, werden wir erfahren. Auf jeden Fall, Paris ist immer gut. Ich stehe auf Paris. Wie ihr wisst, ist Paris eine meiner liebsten Städte. Und es ist auch geplant, dass ich demnächst da wieder hinfahre. Last but not least kommen wir zu den letzten drei Büchern. Und wie vorhin schon erwähnt, es ist eine Reihe. Ich glaube, die besteht aus 5 Büchern. Ich bin mir aber nicht ganz genau sicher. Ich spreche von der Heart-Reihe von Meredith Wild. Muss ich gucken, dass es nicht spiegelt. So. Das ist immer so ein Akt, wenn man Bücher hat, die so ein spiegelndes Cover haben. Also auf jeden Fall die Heart-Reihe. Band 1 ist Wired, Band 2 ist Pressed und Band 3 ist Lime. Ich glaube, die Reihenfolge war es. Auf jeden Fall geht es in den Büchern um, wie heißt sie denn, Erica Hathaway. Und sie hat so ein kleines Start-up-Unternehmen und sucht dafür Investoren und kommt dann an einen Investor, self-made, Millionär, Milliardär, ich weiß es nicht genau, der heißt Blake Landon. Und dieser Blake ist absolut nicht begeistert von diesem Start-up-Unternehmen und möchte da auch nicht investieren. Und Erica ist so richtig stinkig und merkt dann aber auch, dass sie sich irgendwie zu diesem Typen hingezogen fühlt. Und es hat mich ein bisschen an Calendar Girl erinnert, weil dieser Böse auch Blake heißt und weil er auch so ein reicher Geldsack ist, der mit seinem Geld um sich wirft, der alles kaufen kann und keine Rücksicht auf andere Menschen nehmen muss. Auf jeden Fall geht es in der Reihe um ihre Geschichte, wie die zwei zueinander finden und eine dunkle Vergangenheit beidseitig irgendwo auch noch mit inbegriffen ist. Jetzt ging auf die letzten Meter auch noch der Akku leer. Ich habe also definitiv zu viele Bücher für meinen Akku gekauft. Auf jeden Fall sind die Bücher halt auch Erotikbücher. Ich weiß genau wie bei der anderen Reihe nicht, ob es mir nicht zu viel ist, wenn sich das ganze Buch nur noch irgendwie im Bett abspielt und sich nur noch darum dreht, dann machen Bücher für mich eigentlich keinen Sinn. Dann könnte ich mir auch einen Film im Fernsehen anschauen. Dann ist da nicht so viel Story dahinter. Aber ich denke mir halt, wenn eine Reihe 5 Bücher hat, dann sollte es auch um mehr als um 6 gehen. Das ist jetzt meine Meinung. Aber da kann man natürlich auch drüber streiten. Wir haben es geschafft. Ich habe euch alle Bücher gezeigt, die ich in meinem bodenlosen Beutel gefunden habe. Es waren ja echt viele. Ich habe sie gar nicht durchgezählt, aber ich werde es euch natürlich irgendwo im Titel aufschreiben, weil es einfach wirklich so viele geworden sind. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Video. Vielleicht konnte ich euch das ein oder andere Buch näher bringen. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, eins der Bücher zu lesen. Ich werde euch definitiv, sobald ich sie gelesen habe, eine Rückmeldung geben. Schaut da einfach immer mal in meinen Lesemonat rein. Ich verlinke euch hier nochmal meinen letzten. Da waren es, glaube ich, 4 Bücher, die ich gelesen habe. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es waren 4. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine wundervolle Osterzeit. Wir haben ja heute Ostersonntag. Ich bin wahrscheinlich genau in diesem Zeitpunkt bei meiner Mama zum ausgiebigen Frühstücksbrunch eingeladen. Meine Schwester kommt aus Stuttgart mit Mann und Kind und Hunden und wir werden bestimmt eine ganz, ganz schöne Zeit haben. Und genau das hoffe ich, habt ihr auch jetzt am Ostersonntag, an Ostermontag. Und für alle, die nächste Woche vielleicht noch frei haben, ich wünsche euch ganz schöne Urlaubstage, macht euch eine schöne Zeit und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.